Yo, hey und hallo YouTube und hey und hallo Digimon-Fans. Willkommen zurück zu einem weiteren Digimon-Längs-Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute ein kleines, aber feines Video mit euch vor. Und zwar möchte ich einfach mal für die Digisteine, die ich mittlerweile angesammelt habe, nochmal 10 Openings machen. Ich hatte zwar zwischendurch schon mal welche, um 10er Openings zu machen, aber diesmal habe ich mir gedacht, ich nehme es nochmal auf, um euch die Pulls zu zeigen, die ich hier gepullt habe oder die ich pullen kann. Ich mache einen 10er Capture, damit wir garantiert 1 unserer Mega-Digimon bekommen. Bis jetzt habe ich bekommen 2-mal Platinumemon, 1-mal Wargreymon und über das Wargreymon kann ich nicht mad sein, weil es besser ist als das Wargreymon, was ich habe, theoretisch zumindest. Weil es mehr Chips verankern kann, etc. Aber es ist halt auf Level 1, müsste komplett hochgelevelt werden. Und es hat Friendship 0, was mein anderes halt schon fast gemaxt hat. Weshalb ich gerade auch noch an einem anderen arbeite, weil ich eine Mission abschließen muss, wo ich 300 Friendship brauche. Und 300 Friendship kann nur ein Mega kriegen. Das bedeutet, ich mache erstmal das andere Wargreymon auf Max, bevor ich mich an das Wargreymon hier ranmache. Wenn ich das überhaupt hochmache, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Battle Chips es nachher wirklich wert sind. Aber ja, wie gesagt, wir springen jetzt hier rein, capturen 10 Digimon. Danach gehen wir auf die Digimon ein, gucken, ob wir irgendwas Interessantes gekriegt haben. Und ja, wir werden einfach mal sehen, was auf uns wartet. Holy shit, sprechen ist schwer manchmal. Und unser erstes Opening-Video ist eine Super Rare, okay. Wir haben ein Champion-Digimon bekommen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Stingmon, okay, Champion. Auch deinen Namen habe ich vergessen. Diese Gargoyle-Goblin-Viecher interessieren mich gar nicht wirklich. Rookie, noch ein Rookie, okay. Wir haben Wellmon bekommen, ein Ultimate. Not bad. Champion, Blacker Rumon. Nehme ich definitiv. Hab bitte eine gute Fähigkeit, damit es einen Sinn macht, dich hochzuleveln und dich zu digitieren, weil ich mag Blacker Rumon echt gerne. Oh, ein Togemon. Nice. Oh, wir haben gerade irgendwie über eins drüber geskippt, glaube ich, aus Versehen. Da war ein Lilimon definitiv und wir haben jetzt hier ein Elecmon oder Electmon, wie auch immer. Und unser Mega ist noch ein Platinumemon. Oh Gott, ich krieg echt AIDS bei den ganzen Bakterien, die das Ding in mich reinspritzt. Einfach nur durch seine pure Anwesenheit. Ärgerlich, aber egal. So, dann wollen wir mal sehen, haben wir irgendwas Tolles hier bekommen? Anscheinend haben wir hier einen interessanten Legacy-Skill bekommen. Auf unserem Garurumon Black, also schwarz. Ich finde das einfach so geil. Guckt es euch an, Mann. Das schwarze Design, die lilanen Krallen und die weißen Striche zwischendurch. Oh, Garurumon Black ist so super, Mann. Das sieht so gut aus. Holy shit. Es hat keine Fähigkeit, aber sein Legacy-Skill ist Celestial Light 5. Major Magical Light Damage to a single enemy. Ein großer Lichtangriff, magisch. Nice. Das Digimon ist dope. Leider werde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, kann man bei, gucke ich gleich mal nach, bevor wir jetzt hier weitergehen, muss ich erstmal die anderen Digimon durchgucken. Den hier hatten wir noch nicht und der ist aber auch Trash. Eine durchschnittlich starke physische Darkness-Attacke. Das könnte ich eventuell meinem Ravemon beibringen, weil mein Ravemon gerade eine durchschnittlich starke Feuerattacke hat und die ist eigentlich ziemlich trash. Gebe ich ehrlich zu. Mal sehen, ob ich das eventuell dem beibringe, je nachdem. Stingmon ist neu in unserer Sammlung. Und das gibt einen kleinen Boost auf die kritische Rate. Ich habe noch keinen kritischen Treffererhöher, von daher kann ich dieses Stingmon gerne mal benutzen. Und werde ich wahrscheinlich auch hochleveln. Wasserschaden und durchschnittlich starke Reduzierung der gegnerischen Attack. Okay. Interessant. Otamamon gibt einen kleinen Boost zu Special Defense und ist ein komplettes Wasser-Digimon. Okay, wir haben eine Ice Arashi, wie auch immer man das ausspricht, Level 3. Eine durchschnittlich starke physische Wasserattacke. Jetzt habe ich nur Special-Wasserattacken gesehen, glaube ich. Nicht schlecht. Dann haben wir hier unser Warmon, oder ja, es heißt wirklich Warmon. Ich dachte, es heißt Wellmon, zumindest im Deutschen. Haben die unterschiedlichen Namen im Englischen und im Deutschen? Ein paar von denen anscheinend. Aber ich glaube eigentlich nicht wirklich. Hat keine Fähigkeit leider. Boost All Special Attack 3.
für deine Verbündeten. Und Tidal Wave als Signature-Move. Das Ding ist jetzt nicht wirklich gut. Aber vielleicht hat es eine coole... Oh, es hat auf jeden Fall viele Chips frei. Nice. Vielleicht hat es eine coole Digitation noch, die wir da rausholen können. Die sich lohnen würde. Dann haben wir ja Togemon. Kein Skill. Zwei, naja, Attacken. Der untere, der Legacy-Skill ist schon wieder ganz interessant, aber halt nur durchschnittlich stark. Von daher, mal sehen. Dann haben wir noch bekommen unser Lilimon. Let's go. Einen kleinen Boost zu Special Attack. Mein anderes Lilimon hat genau den gleichen Move. Und mein anderes Lilimon hat auch genau die gleichen Fähigkeiten. Aber das hier kann mehrere Chips installieren. Ich müsste mal gucken, ob mein anderes Lilimon so viele Chips installieren kann. Das würde mich interessieren. Alakmon ist neu. Kleiner Boost zur Verteidigung als Leader-Skill. Alles andere, naja, ist nicht so interessant. Und unser letztes Digimon ist unser Platinumemon. Ein kleiner Boost zur Verteidigung. Okay, und moderate physical thunder damage to a single enemy. Immerhin physischer Schaden? Physischer Elektroschaden, Keine Ahnung, also ich bin mit diesem Pull hier überhaupt nicht so zufrieden gewesen. Aber ich möchte ganz kurz mal gucken, ob irgendwie unser Garurumon hier Potenzial hat, zu irgendwas zu werden, was ich haben möchte. Was von Magical Damage profitieren kann. Wir könnten gehen zu Blue Meramon und wir hätten dann hier eine... Nope, das ist nicht so toll. Mach Gaugamon, das heißt Mach Gaugamon, da bin ich mir sicher. Auch nicht das Wahre. Wäre Garurumon Black? Bencho Leomon ist halt ganz schön interessant. Das wäre vielleicht ein Digimon, was ich anstreben wollen würde irgendwann in Zukunft. Wenn man davon irgendwann mal endlich diese Digitationsteile bekommt. Aber ansonsten haben wir jetzt hier gerade nicht wirklich interessante Digitationen, die ich unbedingt hätte. Oder hätte haben wollen. Für unser Black Garurumon. Außerdem habe ich auch noch ein Gabumon Black, von daher... Ich bin echt am Überlegen, das Digimon zu maxen, vom Level her, nur um den Legacy-Move einem anderen Digimon beizubringen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so dumm. Aber wie wir hier sehen können, hier ist mein anderes Lilimon. Und das Ding hat auch maximale Chips, das bedeutet, ich werde auf jeden Fall das hier weiter maxen, das ist schon 31 etc. Interessant. Wir haben auf jeden Fall einige interessante Digimon gepullt. Darüber kann ich mich gar nicht beschweren. Aber wir haben nicht wirklich das Gelbe vom Ei gepullt. Also es war jetzt nicht wirklich so, dass ich sagen würde... Okay, wir haben echt was Tolles bekommen, sondern wir haben eigentlich nur durchschnittlichen Trash gekriegt. Der Legacy-Move, der dabei war, durch unser Black Garurumon, war wirklich interessant, aber ansonsten, naja, haben wir ziemlich alt ausgesehen. Was soll's. Die nächsten 100 Gems oder die nächsten 100 Digi, wie heißen die eigentlich genau? Digi-Stones heißen die, glaube ich. Genau, Digi-Stone. Die nächsten 100 Digi-Stones, die ich bekomme, habe ich vor in... den ATK Dev Chip Capture zu stecken. Wie ihr sehen könnt, man braucht 100 für 10 Stück, damit man einen garantierten ATK slash Dev Chip bekommt. Und damit möchte ich natürlich mein stärkstes Digimon zur Zeit, was ich habe, auch pushen und mir daraus natürlich dann einige effektive Stats doch dazu holen. Aber das war's für dieses Video, Leute. Wenn euch heute das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Openings sehen wollt, beziehungsweise mehr Digimon-Links-Content sehen wollt, dann lasst mir einfach den Like da, wie schon gesagt. Alternativ könnt ihr jederzeit zum Kanal abonnieren, damit ihr keinen zukünftigen Content mehr verpasst. Ich bin raus, wünsche euch noch einen super tollen Tag, Leute. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.